der Welt auf die sächsische Kommune. Man macht natürlich nicht Demonstrationen fürs Image der Stadt, sondern man macht Demonstrationen, weil man Probleme anprangert und die gelöst haben will. Das ist halt nicht passiert, weshalb wir jetzt auch erstmal uns auf andere Arbeiten verlegen. Und ja, das Image der Stadt hat, denke ich, überwiegend durch die Berichterstattung gelitten, die überwiegend grob falsch war. Das Image von